Gewinner gehen auch die Extrameile. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder ohne Interviewpartner und nur mit mir alleine. Kamen in letzter Zeit natürlich viele Videos mit Interviewpartnern, zum Teil mit Gerald Hörhahn, mit Flavio Simonetti und es sind auch noch einige andere Interviews geplant, aber heute geht es erstmal wieder nur um uns, ja, als Community, beziehungsweise um mich. Ich bin wieder zurück in Berlin, war vor kurzem in Wien, um mich unter anderem mit Gerald Hörhahn zu treffen. Und in diesem Video geht es um ein Konzept bzw. um ein Mindset, welches ich Gewinner gehen auch die Extrameile nenne. Was meine ich damit? Und zwar habe ich vor kurzem ein anderes Video veröffentlicht, in dem ich gesagt habe, Gewinner ziehen trotzdem durch, ja, bzw. erfolgreiche Leute ziehen trotzdem durch. Und da habe ich eben unter anderem über das Konzept geredet, dass ich an dem Tag einen sehr stressigen Tag hatte und dann eben trotzdem mich aufgerafft habe, dieses Video zu machen. Aber das ist heute nicht so. Heute habe ich ein bisschen ruhiger angehen lassen, beziehungsweise natürlich, wie immer, ja, wie ich eben bin, von meinem Naturell her sehr, sehr hart gearbeitet, aber trotzdem hatte ich nicht so einen stressigen Tag, sodass ich dieses Video eigentlich relativ entspannt aufnehmen kann. Und es geht um ein anderes Konzept, welches ich nenne, Gewinner gehen auch die Extrameile. Ja? So, wie komme ich darauf, beziehungsweise was meine ich damit? Vor einigen Tagen, beziehungsweise mittlerweile schon wieder Wochen, war ich mit einem Freund, beziehungsweise Geschäftspartner von mir in einer Shisha-Bar, ja, das machen wir ab und zu, und habe dort gearbeitet, ja, mit meinem Laptop, das war auch in einer anderen Stadt in Deutschland, habe also dort gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und dann hatten wir gesagt, hey, wir gehen essen irgendwie, um 20 Uhr oder sowas wollten wir essen gehen. Und wir haben da schon ein paar Stunden gearbeitet, also wirklich durchgezogen, ja, wie man so schön sagt. Und es wurde immer später und plötzlich war es, ich glaube, 11 Uhr, ja. Das heißt also drei Stunden drüber und wir hatten wirklich beide sehr viel Hunger, hatten beide noch nicht viel gegessen an dem Tag. Und das ist erst später aufgefallen. Das heißt also, als wir im Restaurant saßen, haben wir dann gesagt, hey, eigentlich total verrückt, ja. Wir hatten abgemacht, wir wollten um 20 Uhr essen gehen und jetzt ist es 23 Uhr und ja, what the fuck, ja, was ist passiert? Und dann ist mir klar geworden, dass mir das eigentlich relativ häufig passiert, dass ich also wirklich so sehr im Flow bin, dass ich einfach durchziehe und diese Extrameile gehe, um eine Sache fertig zu kriegen. Es ging um PPC-Anzeigen, die wir aufgesetzt haben, beziehungsweise wo wir sehr synergetisch, sehr schnell hin und her uns zugearbeitet haben und wo wir eben operativ, wie ich öfter sage, noch sehr viel selber machen. Also PPC ist eine Sache, die sollte relativ gut vom Chef betreut werden, beziehungsweise selbst erledigt werden. Und das haben wir gemacht. Ja, und dann ist es eben, waren wir so sehr im Flow, dass wir also drei Stunden wirklich durchgezogen haben und die Sache fertig gemacht haben. Und das solltest du verdammt nochmal auch tun. Wenn du erfolgreich werden willst, und ich weiß, es kommen wieder, hey Chris, was soll das hier, ja, was sagst du hier, man kann auch so erfolgreich werden, es geht nicht nur um Leben, um Erfolg, geht nicht nur um Geld, ja, geht's auch nicht, ja, das will ich gar nicht sagen, aber dieser Channel ist natürlich für Leute, die irgendwie beruflich oder finanziell oder wie auch immer mehr erreichen wollen in ihrem Leben. Und ich glaube nicht, habe ich schon öfters gesagt, ich glaube nicht an eine 4-Stunden-Woche, jedenfalls nicht in der Phase, wo du dein Business aufbaust. Wenn du dein Business aufbaust, dann musst du bereit sein, durchzuziehen und diese Extrameile zu gehen und das gerne zu machen. Ja, bei uns war es wirklich so, dass wir fanden es total cool. Ja, wir haben dann ist ganz schwer noch einen Platz im Restaurant zu finden, beziehungsweise wir waren die Letzten dann. Und die Küche war aber so nett, dass sie uns noch Eintritt gewährt haben. Ja, sie haben uns also reingelassen. Und was ich aber damit sagen will, ist einfach nur, hey, wenn du etwas aufbauen willst, dann sei bereit, diese Extrameile zu gehen, sei bereit, wirklich durchzuziehen und die Sache zu wuppen, ja, wie man so schön sagt, und versuch wirklich in den Flow zu kommen. Ich sage nicht, dass du deswegen immer dein Essen skippen musst, also eben nicht zu essen, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber trotzdem eben ein sehr gutes Beispiel, finde ich, wie man sagen kann, dass man eben bereit sein muss, eine Extrameile zu gehen, vielleicht härter arbeiten muss als alle anderen, früher schlafen zu gehen als alle anderen, früher aufzustehen als alle anderen. Ja, bei mir ist es eben so, dass ich lieber sehr, sehr lange arbeite und dafür ein bisschen länger schlafe, also ich hasse Wecker und sowas. Aber jeder Mensch ist anders und deswegen, also mach es für dich, ja, mach es nicht für andere, aber mach natürlich das, was du liebst.
liebst, aber wenn du das machst, dann zieh es voll durch, ja, und geh nicht früh schlafen, ja, hör nicht auf zu arbeiten, nur weil die anderen sagen, hey, du arbeitest jetzt schon wieder viel zu viel. Ich glaube nicht daran, dass man einen Burnout kriegt, wenn man eine Sache tut, die man gerne tut und gleichzeitig natürlich noch eine Balance hat im Leben, ja, du kannst natürlich nicht immer arbeiten, das ist natürlich auch völliger Käse, weil du dir dann eben selber die eigene Produktivität raubst, ja. Soweit, so gut. Wenn du jetzt sagst, hey Chris, das Video hat mir gefallen, ich möchte gerne mehr Videos von dir sehen, beziehungsweise mehr von dir erfahren, dann kannst du jetzt hier über diesen Video auf den Button klicken und dann kannst du dir die 10 Mindsets von Millionären kostenlos downloaden, wenn du es noch nicht hast, wie reiche Leute denken. Wenn du das Video auf dem Handy siehst, klicke auf den Link unten unter diesem Video in der Videobeschreibung und dann kannst du dir auch diesen Report downloaden, ja, also einfach hier oben oder unten unter diesem Video. Tu mir einen Gefallen, bewerte das Video positiv, es gibt viele Leute, die eben sagen, hey, das ist alles nicht cool, gib einfach mal so einen Daumen runter, ja, tu mir einen Gefallen, wenn es dir gefallen hat, bewerte das Video positiv, das motiviert mich und downloade dir den Report, den kostenlosen Report per E-Mail. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dahin, alles, alles Gute, ciao.